Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie hier recht herzlich begrüßen zu unserem Podcast. Das ist ein sehr modernes Wort. Für die älteren Zuschauer würde ich es nennen, wöchentlicher Rückblick über momentan interessante Themen. Das Erste, was ich einmal anschneiden möchte, ist die momentane Situation in der Familienpolitik. Und zwar, dass einige Eltern oder auch Mütterverbände der Ansicht sind, dass das Spielzeug am Verkommen ist. Das beste Beispiel wären hierbei natürlich die Killerspiele, aber meiner Ansicht nach ist es nicht der Kern des Problems. Das Wichtige sind doch immer noch die klassischen Kriegsspielzeuge, wie zum Beispiel der Action Man, der He-Man, die Barbie, wenn sie Waffen besitzt, ich weiß nicht, ob sie einen Schein hat, oder aber, was ich persönlich am schlimmsten finde, ganz normales, primitives, unangepinseltes Kriegsspielzeug. Kann man in der Form nicht mehr kaufen, ist schade, obwohl ich es eigentlich mag, aber ja im Fernsehen lügen muss. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, man wird die durchschnittliche Actionfigur für einen Boom zwischen 3 und 7 Jahren durch etwas Anständiges ersetzen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen ins Spielzeug Schnabel in einer schwäbischen Provinzkleinstadt, gucken ans Regal und sehen zwischen all den Kuscheltieren das Interessanteste, was Sie in Ihrem Lebtag je gesehen werden. Und zwar ist das eine etwa so große Schachtel. Und da steht drauf, Tram, Fahrkartenkontrolleur, Actionfigur mit drehbaren Armen, 5 verschiedene Oberlippenbärt aufsetzen und 2 verschiedenen Wampeln für hab ein Weißbier getrunken oder werde nach Feierabend noch ein Weißbier trinken. Wenn das Kind hierbei schon frühzeitig lernt, seinen Fahrschein zu bezahlen, weil es die Freude verspürt, mit dem Tram, Fahrkartenkontrolleur zu spielen, kann man spätere Straftaten durchaus verhindern. Es muss jetzt nicht heißen, dass die Kriminalität in Ihrer Großstadt, in der Sie ortsansässig sind, sofort sinkt, aber es ist ein Anfang. Und wie wir alle wissen, alles beginnt mit dem Wort. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ihr Autor Bernd Double Triple D von und zu Hobershöfe. Dankeschön.